Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Da bin ich wieder und ich habe euch wieder Karat Art mitgebracht. Wir sind ein bisschen Karat Art-lastig aktuell, aber nichtsdestotrotz, es kommen noch andere Videos. Ich habe nur leider nicht so viel Zeit gehabt, beziehungsweise ich brauchte echt mal eine kurze Pause für mich, wo ich nicht viel tue. Vielleicht noch ein bisschen in der Wohnung rumräume und so, aber deswegen verzeiht es mir bitte, dass da jetzt nicht ganz so viel kam in letzter Zeit, sondern wir auch ein bisschen mehr Karat Art Unboxing haben. Aber hey, ich möchte euch ein Bild der neuen Kollektion zeigen und deswegen ja, müsst ihr jetzt mit mir da durch. Und ich hoffe, euch gefällt das Video und wenn ihr dran bleibt, seht ihr auch, was wir hier Schönes haben. Und dann zeige ich euch alles wie immer ganz ausführlich. Lasst uns einfach mal starten mit dem Bild, was wir hier haben. Und zwar ist das aus der neuen Kollektion Cats and Coffee. Cats and Coffee Lovers. Mein Gott, schwierige Wörter. Okay, und ich habe ein Katzenbild. Und zwar diesen süßen Drops hier, der sich auch denkt, ach so, ich will auch. Ja, aber Katzen dürfen keinen Kaffee trinken. Deswegen muss der kleine Gute, den wir hier haben, leider auf seinen Kaffee verzichten. Und der schmollt ein bisschen. Kommt mir aber sehr bekannt vor, meine Katze guckt auch manchmal so. Ich finde das echt so süß. Schaut euch das mal an, das Motiv, so richtig süß. So nach dem Motto, ich will auch. Gib mir auch Kaffee, gib her damit. Aber nein, Kaffee dürfen keine Katzen haben. Also Katzen dürfen keinen Kaffee haben. Ist das, glaube ich, das bessere Deutsch? Okay, verzeiht mir, ich bin ein bisschen verrückt heute. Also, ich zeige euch das Bild mal, wenn ich es hier befreit habe. Ich muss es nur einmal kurz rausholen. Das Bild ist gar nicht so groß. Schau mal kurz auf den Karton. Das Bild ist 40x50. Und es ist wieder von Yvonne Phillips. Irgendwie habe ich es mit ihr. Aber ich finde, sie macht halt auch tolle Sachen. Und ja, warum denn nicht, ne? So, wir haben einmal Karat Art Washi Tape. Oh, das ist ein bisschen was Neues. Schaut mal. Und zwar Karat Art mit einem Diamond drauf. Mit einem Diamanten drauf. Haben wir noch was anderes da drauf? Wartet mal, ich roll mal ab. Nee, da sind nur Diamanten drauf. Also zusätzlich zum Karat Art Logo noch so kleine Diamanten. Finde ich ganz süß gemacht. Dann wie immer obligatorisch das Döschen mit dem Wachs drin. Weil auch wenn ihr kein Toolkit bekommt, das sind ja Verbrauchssachen. Also das Wachs ist in der Regel Verbrauchsgegenstand und auch das Washi Tape. Und deswegen sind die immer bei den Bildern mit dabei. Was ich gar nicht so schlecht finde. Ich habe mich zum Anfang sehr gewundert, denke ich mir so, aber das gehört doch eigentlich zum Toolkit dazu. Ja, aber es sind halt Verbrauchsgegenstände, deswegen sind die also bei den Bildern dabei. Ist jetzt gar nicht so dumm, weil ich sag mal, wenn ich jetzt 5 Bilder gemacht habe, irgendwann geht mir das Wachs halt auch aus, ne? Wenn ich mir keine anderen Bilder besorge. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass es dabei ist. Ist keine schlechte Geschichte. Wir gucken mal. Also, 40x50. Und die Katze heißt Wisp. A Cat Named Wisp ist der Titel, also eine Katze mit Namen Wisp. Ja, ich weiß nicht, ob das einen persönlichen Bezug hat vielleicht oder nicht. Wir haben auf jeden Fall eine Legende mit dabei. Schaut mal, da ist das Bild nochmal drauf. Das ist echt so trollig. So richtig schön. So, und dann nehme ich und auch. Gib mir. Ich will auch. Wir haben 40 Farben, gar nicht viel. Also echt entspannt mit 40 Farben, Zahlen, Buchstaben und Symbole, wieder als Sticker. Wir haben sogar noch eine freie Stickerseite, die könnt ihr dann für irgendwas anderes nutzen, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr auch beschreiben. Ist beschreibbar und hält auch. Gut, wenn ich euch das nochmal irgendwie zeigen soll, dass die wirklich beschreibbar sind, dann sagt es mir mal unten drunter. Ich habe es in irgendeinem Video, habe ich es ausprobiert und da habe ich es euch gezeigt. Aber ja, müsst ihr nur gut trocknen lassen. Wenn die gut angetrocknet sind, verschmiert da auch nichts. Und hier ist auch nochmal das Bild drauf, die Größe, die Bestell, also Bestellnummer, nicht die Artikelnummer. Und ja, mit Etiketten finde ich auch immer sehr gut. Wir haben die Farben in Druckverschlussbeuteln. Wir haben sogar AB-Farben. Wie viel haben wir denn hier? 4 Stück. Da bin ich gleich mal gespannt, wo die sitzen. Und wir gucken uns die gleich mal an. Und dann kann ich gleich mal gucken, ob ich das auch so machen würde oder vielleicht eher nicht bei, ja, so realistischen Motiven, die jetzt nicht so in die Comic-Richtung gehen oder so ein bisschen abstrakter sind. Sind AB-Steine schwierig.
Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also aus meiner Perspektive. Man kann immer so vereinzelt AB-Steine einsetzen. Man muss aber genau gucken, wie die AB-Steine sind. Wir sind heute mal sehr kritisch, liebe Mila. Wir schauen mal, ob du deinen Job gut gemacht hast. Und da ist das süße Göttchen. Schau mal. Und es kommt echt gut raus. Es kommt richtig gut raus. Auch als Pixelung. Richtig schön. Die Legende kann ich einwandfrei lesen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also erst Fragezeichen, ich muss selber erstmal drüber gucken. Ich mache die Bilder ja vorher nicht aus. Wir gucken uns die direkt zusammen ganz entspannt an. Ich habe die Bilder vorher nicht ausgepackt. Ich habe, klar, die Motive sehe ich, die weiß ich, aber ich weiß nicht, wie viele Farben da hat das Bild, welche Abi-Steine sind dabei. Nichts, wir machen das ganz authentisch, das Auspacken. Also ihr braucht euch jetzt nicht denken, oh, die hat das bestimmt schon ausgepackt und guckt dann schon mal vorher und so. Nee, wir packen das wirklich zusammen aus. Also das, was ihr hier seht, ist auch echt so das, was ich jetzt echt sehe und empfinde. Und ja, und dann schauen wir mal. Also ich zeige euch mal den Druck, bevor ich ihn nämlich vergesse und dann einfach weiterbabble und denke mir so, ey, habe ich euch doch gezeigt? Nein, habe ich vielleicht nicht. Der Druck ist wirklich sehr, sehr gut. Kann man super gut lesen. Ja, da geht es noch in die Augen rein. Also da könnt ihr wirklich alles sehr gut lesen und sehr gut erkennen. Sieht sehr gut aus. Also das gefällt mir. Wir messen auch gleich nochmal die Größe aus. Mein Maßband, mein pinkes, liegt hier. Ich liebe dieses pinke Maßband, ne? Leute, könnt ihr euch sagen, was ihr wollt, aber ich lieb's. Wir haben hier eine Breite von 39,4. Nicht ganz 40. Und eine Länge von 49,7. Ja, also die Größenangaben sind immer nur circa Größenangaben. Ich habe auch bei den ganzen nicht billigen Bildern, also alles, was jetzt Künstlerbilder sind und so weiter und so fort, habe ich ganz, ganz selten mal ein Bild dabei, wo die Größe exakt passt. Also wirklich ganz exakt. Das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel bei mir auf die Bilder immer etwa draufschreibe. Oh, das muss ich meinem Händler noch sagen. Fällt mir gerade ein, seht ihr? Gut, dass ihr mich daran erinnert habt, weil ich habe nämlich beim letzten Mal auch was falsch gemacht. Aber ich glaube, das kann er noch korrigieren. Die sind ja noch nicht produziert. Aber egal. Darum geht es jetzt nicht. Wir machen weiter. Ich muss es mir nur irgendwo kurz aufschreiben, sonst vergesse ich das gleich wieder. Wo ist denn mein Stift? Wer hat meinen Stift geklaut? Hallo? Stift? Okay, hier haben wir einen. Okay, ist notiert. Wir machen weiter. Mit was machen wir denn weiter? Ich zeige euch mal die Steinchen. Ist eine gute Idee, oder? Steinchen machen wir jetzt. Und wir gucken gleich mal. Also, wir haben jetzt nicht so ein großes Bild, halt auch nicht viele Farben. Deswegen ist auch unser Beutelchen entspannt. Wir haben ziemlich viel Hintergrundfarbe. Das ist die Farbe. Das ist die 828. Und hier haben wir die anderen. Schauen wir mal. Also die 828 ist halt zum Blauton. Dann haben wir hier, glaube ich, schwarz. Schwarz kann man immer, finde ich, nicht so gut erkennen. Und jetzt gehen wir mal die ganzen Farben durch. Ist natürlich sehr grau und braunlastig durch die Katze allein schon bedingt. Aber ich finde, so Schattierungen in der Katze machen halt unheimlich viel aus. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es nicht nur 30 Farben sind, sondern ein paar mehr, weil man die Katze dann halt einfach detaillierter hinkriegt. Mit mehr Farben und Changierungen. Was haben wir denn hier? Die 762. Die 762 ist aber, warum ist denn das ein Weiß? Also die 762 ist eigentlich eher ein Grauton. Was ist denn das für eine Farbe? Die 762. Ja, es ist lustig. 762 ist aber eigentlich eher ein Grauton. Wartet mal kurz. Ich check das mal kurz parallel auf meiner App. Vielleicht bin ich auch nur falsch gewickelt, aber eigentlich ist es so ein Graubeige. Schauen wir mal. Wartet. So. Lesezeichen. Ich muss parallel mal auf mein anderes Handy schauen. Da kann ich es euch gleich zeigen.
Und zwar gibt es ja eine App, wo man halt die Sachen nachgucken kann. Und zwar ist das heißt, schaut mal, Kudi, Hava, bla bla bla. Und jetzt könnt ihr mal sehen, wann ich das Video mache, um 11:46 Uhr. Und jetzt scroll ich mal zu 762. 762, ja. Und seht ihr das? Das ist eigentlich eher so ein Pergrau. Und das ist halt schon sehr, sehr hell, aber passt auf jeden Fall rein. Ist ja auch abgestimmt, dass das von den Farben her passt, aber ist halt eher eine weiße Farbe. Ist halt weniger. Boah, kann ich euch das mal zeigen mit einem weißen Ton? Schaut mal. Seht ihr das? Das ist jetzt weiß, 5200. Und die 762 ist ein bisschen dunkler wie die 3865. Aber die müsste eigentlich noch eigentlich, ne? So eigentlich noch ein Tick grauer sein. Finde ich aber bei der Katze gar nicht schlecht, weil ihr seht ja hier bei der Katze, die hat halt kein graues Fell, die hat halt weißes Fell, ne? Das ist halt weiß. Und deswegen finde ich das jetzt gar nicht so schlecht, dass es jetzt so ist. Die Farben sind natürlich auch immer mit dem Programm abgestimmt und mit der Charge, die die Händler dann auch haben. Ist ja mal ein bisschen schwieriger, das zu erklären. Aber ich denke, das passt schon. Es hat mich nur gewundert, dass es halt eher so ein Beige-Ton ist als ein Grauton. Genau, aber schaut mal, wir haben jetzt hier noch so ein paar Farben. Aber es hat auch alles beige, grau, braunlastig. Auch hier, ne? Wir haben halt, ja, ist so ein bisschen der Ton. Aber so ein bisschen Farbe muss halt zwischendurch auch rein, damit die ganzen Farbnuancen auch gut rauskommen. Die sitzen immer irgendwo zwischendurch. Wir haben sogar ein bisschen gelb. Und wo kommen die hin? Na, 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 na. Wisst ihr, in die Augen. Genau, das ist für die Augen. Was haben wir denn in den Augen noch? Haben wir noch mehr Gelbtöne in den Augen? Wartet mal. Also, wir haben, das ist für die Augen auf jeden Fall. Was ist das denn? Das ist das R. Das haben wir für die Augen. Dann haben wir das C für die Augen. Oh, das ist eine AB-Farbe. Okay, dann haben wir noch das Grün, das ist eine AB-Farbe. Die haben wir auch noch fürs Auge, finde ich aber fürs Auge sehr gut gewählt. Bin ich mit einverstanden. Und dann haben wir noch das V. Das ist die 977 und das ist auch eine AB-Farbe und die sitzt auch im Auge. Und da hatte ich erst überlegt, so wo sitzt denn die Farbe, als ich die gesehen habe? Da habe ich gesagt, so sitzt die im Fell? Nein, die sitzt auch im Auge. Also von daher im Auge, finde ich, ist das okay, kann man machen, weil die halt, wenn ihr seht, die haben halt, die haben halt einen Bezug, der jetzt nicht so unbedingt Richtung Körperfarbe geht, sondern eher so ein bisschen, ja, bisschen silbrig, silbrig schimmernd. Wisst ihr, wie ich meine? Ihr versteht das, ihr seht es ja. Deswegen, aber ich finde, im Auge passt das ganz gut, da kommt das gut raus. Wir haben die Sachen auch hier noch ein bisschen im Gesicht. Da bin ich, ich probiere es aus. Wenn mir das nicht gefällt, dann werde ich die auf jeden Fall austauschen gegen irgendeine Farbe, die ich vielleicht im Stash habe. Aber schaut erstmal, probiert es erstmal aus, ob euch das gefällt. Wenn ihr sagt, nee, nee, finde ich nicht so gut, dann tauscht euch die bitte aus. Ihr habt bestimmt noch irgendwo im Stash die Farbe rumfliegen. Ich weiß, dass die Mila nach bestem Wissen und Gewissen die Farben austauscht. Aber gerade bei der 977, die hier so im Gesicht rumschwirrt, bin ich, sagen wir es mal, ein bisschen kritisch. Ich muss es aber auch erst sehen. Es kann sein, dass sich das im Gesamtbild sehr, sehr gut einfügt und dass das auch passt. Sollte es nicht passen, die Steine könnt ihr erkennen, puppelt die wieder raus und ersetzt die durch andere. Die Klebematte hält das aus, die verzeiht euch das, das ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben nämlich hier eine abgesteppte Leinwand, die ist auch ein bisschen flauschig hinten und auch sehr biegsam. Also, und der Kleber ist auch wirklich sehr gut bei Karatart. Also, da habt ihr auf jeden Fall keine Probleme, mal einen Stein wieder rauszunehmen und neuen reinzusetzen. Das funktioniert. Also, macht euch da keine Gedanken. Was man machen könnte, das habe ich mir nämlich tatsächlich schon überlegt, ob man den Hintergrund nicht in der normalen Farbe macht, sondern zum Beispiel entweder, wenn man diese hat, als Fairy Dust Steine. Die haben ja dann so kleine Sprenkel drin. Das ist natürlich aber zum Austauschen, wenn man da nicht irgendwie günstig rankommt. Eine etwas knifflige Angelegenheit, ist nicht ganz so günstig, aber würde auf jeden Fall ein einzigartiges Erlebnis geben. Was man auch machen könnte, wäre zum Beispiel einen Hintergrund mit AB-Steinen setzen. Würde theoretisch auch irgendwie machbar sein. Aber natürlich, klar, wenn man sich die Steine nochmal extra kauft, ja, kann ich verstehen, ist nicht immer so ganz günstig. Aber theoretisch machbar.
Weil dadurch, dass man den Hintergrund austauscht, hat man diesen Hintergrund zwar ein bisschen glänzend und so, aber man hat trotzdem diese Katze ja immer noch im Fokus. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie untergeht, nur weil der Hintergrund ein bisschen mehr glitzert. Versteht ihr, was ich meine? Egal, aber könnte man machen. Das ist so eine Idee, was ich noch überlegt habe, weil der Hintergrund nämlich ziemlich einfarbig ist, nämlich nur diese Farbe. Und da könnte man tatsächlich hingehen und den dann vielleicht auch im kompletten Hintergrund irgendwie austauschen. Wäre machbar, theoretisch. Und ansonsten haben wir, glaube ich, noch zwei AB-Farben. Ja, zwei. Und zwar die zwei noch. Das ist die 3841 und die 3072. Und die sitzen, okay, die sitzen um die Katze drumherum. Wo ist die andere Farbe hin? Ja, wenn ich das jetzt wüsste, dann wäre ich schon einen Schritt weiter. Weil die eine Farbe habe ich gefunden, das ist das Raute-Zeichen. Und die andere ist dieses, ja, sieht aus wie so ein Jojo, so ein eckiges Jojo, ne? So ein bisschen. Und da sehe ich nicht die Farbe. Doch, ich glaube, ich sehe sie. Die ist hier in den Augen. Und ein bisschen hier hinten im Hintergrund. Aber die Farbe sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Die können, da mache ich mir gar keine Sorgen wegen dem Austauschen, weil der Bezug wirklich zu der Körperfarbe sehr, sehr gut passt. Die ist auf jeden Fall super zum Austauschen, die Farbe. Genauso wie diese Farbe, 3841, kann man auch relativ problemlos austauschen. Die sitzt nämlich hier auch ein bisschen, sitzt die hier im Fell? Nein, die sitzt nicht im Fell, aber außenrum. Also die eine hellblaue Farbe ist hier außenrum. Und die andere Farbe ist hier so ein bisschen oben im Kopf drin und in den Augen. Finde ich aber okay. Also die zwei Farben finde ich gut. Bei der Farbe in den Augen ja, bei dem anderen bin ich mir unsicher. Müsste mal ausprobieren. Und ansonsten, ja, haben wir jede Menge Hartsteine. Also gerade Art, die Künstlerbilder sind alle mit Hartsteinen. Zumindest die in eckig. In rund weiß ich es tatsächlich gar nicht. Ich müsste mich nochmal schlau machen, wie das mit den runden Steinen ist. Ich glaube, aber die sind, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Liebe Mila, wenn du das Video siehst und du korrigierst mich, schreib mal bitte unten rein, was mit den Künstlerbildern mit runden Steinen ist. Diese runde Steine, sind die in Acryl oder sind die in Harz? Oder habt ihr da einen Mischmasch? Kann ja auch manchmal möglich sein. Würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, von der Kollektion, die wir hier haben, finde ich auf jeden Fall das Bild echt süß. Und ich gucke mal kurz, wir haben nämlich noch, schaut mal, die anderen zwei Bilder, und zwar einmal den Kaffee und einmal die Katze im Kaffeeglas. Die finde ich auch mega süß, ne? So richtig so nach dem Motto, ey, mir geht's jetzt gut und dir? Und der Kumpel guckt zu und denkt sich so, yo, ich will auch einen Kaffee und ich krieg keinen. So, ja, also wisst ihr Bescheid, ne? Die eine Katze suhlt sich im Kaffee und die andere kriegt keinen Kaffee. Ja, und für euch bleibt dann auch noch Kaffee übrig. So, so ist das Ganze. Ja, nee, finde ich sehr gut. Finde ich richtig cool. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Kann man auf jeden Fall sehr viel rumspielen mit dem Bild. Auch ein bisschen, also nicht viel, aber bei so etwas fotorealistischen Bildern ist das Ganze natürlich nicht so einfach mit dem Austauschen. Aber man kann auch da hin und wieder noch so ein bisschen spielen. Genau, wenn ihr möchtet. Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas vergessen, euch zu zeigen? Ich weiß es nicht. Wir haben hier gerade mal, wir sind ja vielleicht bei 20 Minuten. Das ist jetzt nicht unbedingt ein langes Video. Aber es geht ja auch nur darum, euch die Sachen zu zeigen. Und wenn ihr Lust und Laune habt, könnt ihr die natürlich sehr gerne nachshoppen. Mein Code habe ich euch wie immer hier irgendwo auf die Seite geschrieben. Ist JanineX, da könnt ihr 10% sparen. Ich, meine Karat-Art hat jetzt zu Black Friday, also zum 11.11., keine Sonderaktion. Aber wir sind ja heute schon am 11.11. Das heißt, wir können eigentlich mal kurz gucken. Ich schaue mal dazu gerade auf dem anderen Handy nach. Es ist sehr praktisch, wenn man zwei hat und dann direkt mal schauen kann, was die Seite denn so ausspuckt. Wir gucken, Cookies akzeptieren wir mal. Haben wir noch irgendein Angebot? Nein, nein. Nein,
Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Also ich sehe nichts. Ich sehe keine speziellen Angebote zum 11.11. Aber hey, ihr spart trotzdem 10% und das ist ja jetzt auch nicht schlecht. Das kann man auf jeden Fall machen. Gut, ihr Lieben, ich glaube, das war's mit dem Video. Ein Bild habe ich noch hier für die nächste Kollektion. Mal gucken, wann die dann rauskommt. Da kriege ich auf jeden Fall noch Bescheid. Aber das ist auf jeden Fall erstmal das Bild, was ich für diese Kollektion bekommen habe. Und ich finde den echt so süß. Ist jetzt Wisp eigentlich ein Kater oder eine Katze? Was meint ihr? Eigentlich würde ich sagen eher so ein Kater, weil eigentlich haben die eher so diesen, oh, ich möchte gerne. Gucken Katzen auch so? Ich meine, meine kann auch schon mal ein dämliches Gesicht machen. Sind wir mal ganz ehrlich, Katzen gönnen das. Die können schon mal sehr bedrüppelt aus der Wäsche gucken. Aber ich würde eher sagen, dass das hier ein Kater ist. Wenn ihr wirklich wisst, ob wir hier einen Kater oder eine Katze haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das unten in die Kommentare schreibt. Ihr könnt ja mal mit tippen. Vielleicht kriege ich das mal in Erfahrung und kann ich das dann noch irgendwie schreiben. Ich glaube, ich würde jetzt behaupten, dass die Mila das auch nicht weiß, ob jetzt hier ein Kater oder eine Katze involviert ist. Aber ich bin gespannt, was ihr so tippt. Also ich tippe tatsächlich eher auf einen Kater. Wisp hört sich auch eher nach einem Kater an, anstatt nach einer Katze. Also zumindest jetzt nach meiner Einschätzung. Aber kann natürlich auch täuschen. Ich meine, manchmal gibt man auch Namen an Katzen und Katern, die sich dann rausstellen als andere. Also eine Katze, die sich als Kater rausstellt und ein Kater, die sich als Katze rausstellt, gibt es ja alles. Weil man das halt nicht immer ganz genau erkennen kann im frühen Stadium ihrer Kindheit. Ist manchmal nicht so einfach. Und ja, was meint ihr? Kater oder Katze? Dürft ihr mir gerne unten reinschreiben und ihr dürft mir natürlich auch gerne reinschreiben, wie ihr das Bild findet. Ich finde es sehr süß. Sehr, sehr süß. Ist halt auch kein mega großes Bild. Das heißt, es ist theoretisch machbar, dass ich das nächstes Jahr auch irgendwann vielleicht fertig bekomme. Weil nächstes Jahr habe ich die Challenge an mich, ein paar mehr Bilder zu painten. Und wenn ihr mich auf dieser Challenge begleiten wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und wir können ja mal miteinander reden, ob ihr mit bei der Entscheidung dabei sein sollt, was wir denn dann so als Bilder painten. Ich würde euch dann nämlich immer mal so eine Auswahl schicken als Community-Post oder ich würde euch ein Video machen, ein kurzes Video. Und ihr dürft dann damit entscheiden, welches Bild wir dann als nächstes anfangen oder vielleicht auch weiter painten. Was haltet ihr davon? Das ist dann so ein bisschen interaktives Dime Monopoly. So, weil irgendwie das mit dem Dime Monopoly hat dieses Jahr tatsächlich echt nicht mehr geklappt. Ich habe einfach zu viel zu tun gehabt, dass ich das einfach nicht mehr geschafft habe. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe auch nicht geschafft, irgendwas zu painten. Aber ich kann euch eins sagen, ich habe was fertig bekommen. Das zeige ich euch aber im nächsten Video. Und da dürft ihr euch schon freuen. Es ist nichts von Karat Art, aber Karat Art ist tatsächlich auch schon mit Projekten sehr weit dran, dass ich schon einige Projekte sehr weit fortgeschritten habe. Nämlich, ihr könnt euch daran erinnern, das Sommer-Sonne-Strand- und Meer-Event. Mein Gott, ich weiß nicht mehr, was ich heute sagen soll. Lü. Ich muss, glaube ich, erstmal wieder eine Runde runterkommen. Ich hatte echt keinen Kaffee. Ich habe zwar gefrühstückt, aber keinen Kaffee. Vielleicht brauche ich den, um einfach nicht so verwirrt zu reden. Mein Gehirn ist momentan ein bisschen schneller als mein Mund. Und mein Mund kommt mit dem Reden nicht mehr hinterher, was mein Gehirn denkt. Und der eine oder andere wird sich jetzt denken, boah, red doch nicht so schnell, red doch nicht so viel. Leute, das ist noch langsam. Manchmal, wenn ich kann auch noch schneller reden, weil dann komme ich nämlich mit dem Reden nicht mehr hinterher. Und mein Gehirn ist nämlich schon so viel weiter, dass ich nämlich gar nicht mehr weiß, was ich euch als nächstes erzählen wollte, weil ich dann den Faden verloren habe, weil mein Mund halt nicht so schnell ist wie mein Gehirn. So, und ja, ihr kennt vielleicht das Dilemma, es ist nicht immer so einfach. Das ist genauso, wie wenn ich mit jemandem rede und ich will da irgendwas zu sagen und der sagt, ja, warte, kannst du mir gleich sagen? Ich behalte das nicht im Kopf. Hinterher sagt, wer sagt, wenn mich dann mein Gesprächspartner fragt, was wolltest du denn dazwischen sagen? Dann gucke ich ihn an und sage, weiß ich nicht mehr. Ich habe das dann, mein Gehirn hat das schon wieder verdrängt. Weil mein Gehirn sich so darauf konzentriert, dem Stoff dann oder dem Redenden zu folgen, dass es dann vergisst, was wollte ich dann eigentlich dazwischen fragen. Irgendwas Interessantes mal nachgefragt oder so, vergesse ich dann meistens. Also das ist ganz schlimm. Also entweder kann ich meine Frage zwischendurch stellen oder im Nachgang. Weil ansonsten ist es leider weg. Waren dann meistens auch nicht so wichtige Sachen, aber ist manchmal schon echt kurios. Gut, in diesem Sinne würde ich mich verabschieden. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn ich jetzt irgendwo den Faden verloren habe, ich weiß nicht mehr, was wir gesagt haben vor 2 Minuten.
Wir hatten irgendwie angefangen mit Projekten. Ja, ich war auch bei Karat Art. Ach ja, Sommer, Sonne, Strand und Meer, da war ich stehen geblieben, genau. Das Axolotl, das ist, dauert nicht mehr lange, dann ist das auch fertig, Gott sei Dank. Dann habe ich es zwar außerhalb des Events gemacht, aber es ist dann auch vielleicht irgendwann fertig und dann kann ich es euch auch zeigen. Aber ihr habt das ja im Event schon gesehen, da ist es ja ziemlich weit fortgeschritten gewesen. Also ich bin schon ziemlich weit gekommen und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was die anderen Events so alles hergeben. Dann schaffen wir vielleicht doch das ein oder andere zu pennen. Aber ich will nächstes Jahr wirklich mehr painten und mal gucken, wie mir das gelingt. Vielleicht mit euch zusammen, vielleicht ohne euch, mit eurer Hilfe. Wir schauen einfach mal, wie das so ausgeht. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt. Wünsche euch noch ein ganz entspanntes, tolles Wochenende. Gebt nicht so viel Geld aus am 11.11. Black Friday Week. Manche haben ja nur so ein paar Tage reduziert, manche eine ganze Woche. Leute, achtet auf euer Geld. Ich weiß, es ist manchmal schwer. Ich weiß es. Aber ja, und wenn ihr euch was gönnt, dann sei es gegönnt. Ich wünsche euch noch ein ganz entspanntes Wochenende. Habt Spaß, lasst euch nicht ärgern. Und ganz wichtig, bleibt gesund. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.